Hallo, liebe Freunde, und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Demon's Souls Part 30. Leck mich am Arsch, 30er Part. Ich werde jetzt, wie schon angekündigt, wir könnten doch eigentlich mal Bosswaffen schmieden. Habe ich noch nie gemacht. Weiß nicht, wie das geht. Ja. Weiß ich wirklich nicht. Naja. Sagenumwobene Seele werden wir nutzen. 2000 Seelen. Okay. Dann werden wir zum guten Schmied gehen. Ja. Und die Waffe aufwerten. Oder? Ich weiß es nicht. Scharfsteinscherbe. Vielleicht brauche ich da für die nächste Stufe schon andere. Aber es würde keinen Sinn machen. 2000 Seelen kostet das? Nee, 2000 Seelen habe ich. Okay. Ja, vergesst es. Ich habe falsch geschaut. Wir machen es trotzdem mal weiter. Die Frage ist, ob das überhaupt Sinn macht. Ne? So, Krummsäbel braucht man wieder Scharfsteinscherben. Ja, Scharfsteinscherben, ne? Das ist so eine Sache. Ansonsten werden wir... Ach, das kann ich auch aufwerten. Da brauche ich 22 Stärke dafür. Okay, gut. Gut, dass ich das Ding dann doch nicht aufgewertet habe. Beziehungsweise ausgerüstet habe. Im Bosskampf in der letzten Folge hätte irgendwie nicht so viel was gebracht. Alles klar. Okay, hier Pfeile können wir uns mal mitnehmen. Ein paar. Was? Wieso kann ich nicht so viele Pfeile mitnehmen, wie ich möchte? Ach so, weil Begrenzung und so. Ja. Stimmt. Ach, das ist ja voll kacke, ey. Dann werden wir mal, wie auch Bu geschrieben hat, Seelenkraft suchen. Nein, ich will doch gar nicht mit dir reden. Geh mal weg, ich will mit dem Typen da hinten reden. Ach, wofür du hier bist, das ist mir noch Boogie, ey. So. Ne, Gegenstände deponieren möchten wir doch. So. Die packen wir nämlich alle weg jetzt erstmal. Die brauchen wir im Prinzip erstmal überhaupt nicht. Zumindest erstmal. Und da geht mir schon ganz schön viel weg, ihr seht das unten. Die sind mit unser nämlich hundsschwer, die Teile. Ja, okay, die jetzt nicht so. Aber die davor. Guck mal, was da weggeht. Ich habe jetzt einfach mal, weiß ich nicht, 60% meiner Last habe ich einfach mal verloren. You have a heart of gold. Ja, ich habe Wahnsinn. Das glaubst du gar nicht. So. Guck mal einer an. Wir holen uns noch ein bisschen mehr Pfeile. So, wie viel holen wir uns denn? Die sind schon teuer, ne? 60 Stück? Ja, komm, Hummern 60 Stück, die sollten ein Weichen reichen. Duke. Und dann werden wir, so naiv wie ich bin, noch ein paar Seelen verschenken. Und, ach du Scheiße, sind 4000 Seelen. Angesehene Heldenseele, was bringt das hier? 1000 in dem Sinn. So, 5400. So, jetzt klicken wir erstmal die gute Frau hier an. Dann werde ich... Oh, brauche ich sogar nur ein Level. Okay, das machen wir einfach mal. Die Frage ist, ob das richtig ist. Ja, ich bin fertig. Ja. Ich bin fertig. Boah, erst so. Ja. Dumm, ey. Das macht nämlich schon ein bisschen mehr Schaden, ja. Also, es ist nicht unbedingt für mich geeignet, ja. Das muss man jetzt einfach mal sagen. Aber es macht zum momentanen Zeitpunkt einfach auch mehr Schaden. Ob das jetzt nun sinnvoll ist oder nicht, das sei mal dahingestellt. Wir probieren es einfach aus. Und ich kann es ja im Prinzip immer noch wegwerfen, ja, beziehungsweise umrüsten, so. Müssen wir mal schauen. Zum momentanen Zeitpunkt ist das einfach besser als ein plus 4 aufgewertetes Krummsäbel. Ich habe einfach keine geilen Waffen bisher, ne. Das muss man jetzt einfach mal so sagen. Auch wenn es jetzt mit nichts skaliert, hat das trotzdem 70 Schadenspunkte mehr im Grunde. Ja. Von daher ist es eine gute Alternative, ob dass ich das aufwerten werde. Das ist immer eine andere Sache. Muss man mal sehen. Es macht, glaube ich, nicht so viel Sinn, das in 2-2 zu nutzen. Habe ich ja schon mal gesagt. Da ist ein Krummsäbel wahrscheinlich besser, weil, ja... Die werden wahrscheinlich auch Resistenzen haben, ne? So sieht das nämlich aus.
Und ja, bevor ich hier noch weiter mit meinem Controller hin und her zucke. Achso, Entschuldigung. Ich habe gerade aufgestoßen, weil ich Mate getrunken habe. Jetzt muss ich mir erstmal wieder erinnern, wie es hier lang ging, ey. Das ist nämlich immer eine tolle Sache hier. Ja, Markus. Was sagt er? Warte mal, ich muss mal kurz gucken. Ist gleich oben. Ja, was ist gleich oben, ne? Das würdet ihr jetzt gern wissen, ja. Das weiß ich. So, jetzt müssen wir mal schauen. Jetzt möchte ich nämlich die Waffe auch mal ausprobieren. Ah, das ist ja voll geil. Ach, ist das? Das ist ja geil. Okay. Dann ist... Das ist ja dann voll geil. So. Jetzt müssen wir hier durch, genau. Und da ist gleich der Typ. Und der verbrennt er im Nu. Ey. Das ist so einfach mal... Hab ich's dir heimgezahlt. Frische Gewürze. Hier gibt's nur frische Gewürze. Ha! Krass, krass. So habe ich mir das ein bisschen erhofft, muss ich sagen. Sowas hatte ich in Dark Souls nie und sowas wollte ich immer. Sowas wollte ich immer. Cool, cool. So, zack, zack. Die hau ich weg. Das glaubst du gar nicht. Okay. Jetzt muss ich hier halt wieder aufpassen, ne? Nicht, dass ich falsch laufe, hier ging es doch irgendwie, hier muss ich doch links rein. Läuft, folgt mir einer, ja. Okay. Hier war keiner drin, jetzt muss ich halt aufpassen, nicht, dass ich wieder runterfalle. Ist mir jetzt ja schon ein, zwei Mal passiert. Ihr erinnert euch vielleicht. Und dann müssten wir halt mal schauen, dass wir über die... Ach so, nee, jetzt bin ich wieder runtergegangen, den Fehler... den ich schon öfter gemacht habe. Ich muss ja hier runter. Und ich bin noch fast vom End... Also vor dem Boss hier, glaube ich. Ich glaube es. Also das kann ich doch fast... Ja. Da könnte ich schwören, dass ich kurz vorm Boss bin. Ich müsste halt hier zu der Bastille-Dingens da kirchen. Und da soll wohl auch noch ein Schlüssel liegen. Das habt ihr mir schön in die Comments geschrieben. Auch wenn es ein kleiner Spoiler war. Aber, ja, ich hätte die Items jetzt, glaube ich, so nicht aufgesammelt. Ah, Gott, stimmt, der war ja auch noch da. Okay, ja, den werde ich so nicht angreifen. Auch nicht mit meinem Superschwert, weil das Vieh irgendwie sehr, sehr seltsam ist. Okay. Dann sind wir jetzt wieder hier. So, jetzt schaue ich mich aber hier nochmal kurz um. Ja, Markus, warte mal. Ich spiele gerade. Du schaust es dir doch morgen... Nee. Ja, du schaust es dir wahrscheinlich eh gerade an. Wenn du das hörst. Ja, haha. Witzig. Ja. Warum, Markus, warum? Was ist denn hier? Ist das ein Geheimgang? Nee, es bringt mir wahrscheinlich gar nichts. Das war einfach nur zur Verwirrung. Geh nicht hier lang wahrscheinlich. Steht dann da. Alter. Lass. Okay. Ihr habt, glaube ich, gesagt, das Ding kann ich mit Mühe und Not hier nehmen. Okay. Ach so, okay. Okay, wir schauen jetzt mal. Was ist denn das für ein Schlüssel? Was ist denn das für ein Schlüssel? Hoffnungskerker Schlüssel. E4, Aufseherschlüssel, das war das, ne? Öffne den Aufsehergang des Hoffnungskerkers. Okay, das ist, glaube ich, der Schlüssel, den ich momentan brauche. Wahrscheinlich ist das der Schlüssel, der mir erlaubt, die ganze Chose hier zu umgehen. Ach, das kann ich auch aufmachen. Wie das denn? Hier brauche ich ja noch gar nicht. Wieso merke ich denn das jetzt erst? Hier geht's auch hoch. Ist das ein Shortcut? Hier komme ich komplett hoch, oder was? Scheint verschlossen zu sein. Würde mich verarschen?
Das finde ich ein bisschen unverschämt. Leute. Okay, das ist auch keine scheinbare Wand. Okay. Warum konnte ich dann das jetzt aufmachen und das da oben nicht? Was ist das für eine Zelle? Das ist ja voll kacke. Naja, gut, dann geht's halt wieder hier lang. So. Komm, 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 komm. Geh mal hier durch, bitte. Danke. So, ging es jetzt hier lang? Ja. Wow, 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 wow. So. Ja. Geil. Das habe ich geahnt. So, schnappen wir was. Schnabulieren wir was. Und jetzt schauen wir mal. Warte mal. Jetzt muss ich mich erstmal wieder orientieren. Alter. So, hier hoch. So, jetzt muss ich erstmal gucken. Wo bin ich denn? Zurück ist immer ein bisschen schwierig. Okay, okay, jetzt müsste es eigentlich hier gleich sein, ne? Ja, hier, das könnte der Aufsehergang sein. Genau. Okay, okay, ich verstehe. Jetzt bin ich hier oben irgendwo. Und da ist auch noch ein Item. Vielleicht sind ja auch noch Schlüssel. Weil ich muss ja an sich auch noch die komischen Leute da befreien. Und was war da hinten? Ah, das war er hier. Der will Ärger machen. Du machst keinen Ärger mit mir. Ich mach Ärger mit dir, wusstest du. Ja. So, ich stecke in Schwierigkeiten. Bitte Nachricht empfehlen. Schreibt mir bitte in die Comments, was das bedeuten soll. Was Nachricht empfehlen heißt. Scheiße. Scheiße. Komm, komm. Na, kacke. Ja, das war sehr doof. Das ist mir voll bewusst. So, zack, voll. Wow, 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 wow. Oh, wow, 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 wow. Okay, alles Gewürz. Und was haben wir hier so? Das sieht alles so komisch aus hier. Können wir öffnen? Und wo bin ich jetzt? Das ist genau so. Ey, es ist doch genau so komisch hier. Genauso verwinkelt vor allem. Okay. Wo zur Hölle bin ich? Jetzt bin ich außerhalb des Schlosses, ja, und? Ich stecke in Schwierigkeiten. Ach, jetzt bin ich gleich hinter dem Gerät da. Okay. Jetzt bin ich mal gespannt, ob ich das abschalten kann. Oder ob da oben irgendwie ein Monster wartet, der das bedient. Das bedient. Weiß ich nicht. Hä? Wie weit geht's denn hier hoch? Nachricht lesen. Ich stecke in Schwierigkeiten. Nachricht empfehlen. Okay. Geht's denn noch weiter höher? Nee. Wo bin ich jetzt eigentlich? Geh weiter, um eine Waffe zu finden, wahrscheinlich. Steck in Schwierigkeiten. Hier steckt jeder in Schwierigkeiten. Mach dir da mal keine Sorgen. Hier steckt jeder in Schwierigkeiten. Jetzt ist keine Zeit, um Nachrichten zu lesen. Ja. Kommt hier wahrscheinlich wirklich ein Boss? Der lange Weg. Und bislang irgendwie kein Gegner. Das ist schon sehr seltsam, finde ich. Jetzt sind wir im Schloss drin. Hier hätte ich wahrscheinlich noch nicht lang gehen sollen, weil, weiß ich nicht. Weil mir noch einiges Vorsicht falle von. Warte. Silberfokus. Da drüben steht einer. Okay. Verstehe ich nicht so ganz. Ist scheinbar ein freundlicher, ich weiß es nicht.
Hä? Okay, jetzt bin ich hier um den Fokus da zu looten, oder was? Oder gibt's hier Geheimtüren? Ihr habt ja gesagt, in einem Level gibt's irgendwie Geheimtüren. Ist dieses Level jetzt angebrochen? Weiß ich nicht. Hier geht's... nur zum Silberfokus. Mit dem ich zaubern kann. Ich hätte ja anschießen können, den Typen da drüben, aber... die Frage ist... ist der friedlich oder... ist er womöglich doch ein Feind? Man weiß es nicht, man weiß es nicht. Hätte so vieles sein können. So, wir gucken aber trotzdem jetzt erstmal nochmal zurück hier. Ich nehme es mal an, ich kann auch auf die andere Seite. Von daher... ja, ich nehme mal an, dass es nicht... dass es so gewollt ist quasi, dass es so ein langer Weg ist. Aber es kam mir schon sehr, sehr eigenartig vor. Aber so ein Boss-Level, beziehungsweise so ein Boss-Wand hätte man schon frühzeitig gesehen, glaube ich. In den Nebel treten. Ach, hier ist das Vieh. Okay, wo guckt ihr? Okay, da läuft er hin, beziehungsweise geht's hin. So, wie ich da auch das kenne, schießt er wahrscheinlich gleich in meine Richtung. Ich renne einfach mal, ne? Ich renne einfach mal. Ach so, ach, hier ist ein Gegner. So, das kannst du aber abhaken, dass du mich kaputt schlägst. Ich schlag dich kaputt. Ja, ich brenne dich nämlich an. Und gleich backstab ich dich. Das kannst du aber auf sowas von wissen. Okay, vielleicht backstab ich dich noch nicht. Ah, scheiße. Okay, ich wollte mal ganz cool sein und mal reposten. So, boah, das kriege ich gleich mal hin. Okay. Ich trinke erstmal was. Ah, scheiße. Die macht zum Glück keinen Schaden. Davon mal abgesehen, ich könnte jetzt einfach so hier zack, 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 zack. Aber das hat ja keinen Stil, weißt du? Das hat keinen Stil. Oh Gott, jetzt hätte sie mich backstabben können. Okay, komm, komm, komm. Guck's an. Weggehauen. Du Sau. Ja, schön. Zwei F-mal Augensteine und irgendeinen Klumpen. Und jetzt kommt ein Video. Was? Okay, der Eintritt wurde ihm gewährt. In das Schloss. Das. Oh, Boss-Level. Oh. Oh, ich habe ja gesagt, ich bin beim Boss dran. Und wieder stehe ich hier mit 3700 Seelen und vor mir wartet ein Boss. Ist das nicht ein Traum? Also das ist Wahnsinn, ne? Das ist wie in der letzten Folge. Ja, voll kacke. Ja, wir schauen uns den am besten gleich mal an. Ich nehme das Neumondgras mal hier rein. Voll heilen werden wir jetzt ins Nicht. Ah, guck mal, was das vorher ist, ne? Könnte ein Priester sein, könnte vielleicht das Ding sein, was da oben stand. Weiß ich nicht. Oder vielleicht einfach was total Abstruses, Großes. Okay. Nee. War, glaube ich, nicht der, sieht aber ähnlich aus. Das muss ich mal richtig hinsetzen. So, wer ist das? Stellst du dich vor? Nee. Das Götzenbild ist das. Okay, jetzt muss ich mich davor kämpfen, oder was? Was denn schon wieder? Hört es denn nie auf? Nee, das hört nie auf. Das geht das ganze Spiel so. Das ist übrigens das Spiel. Wollte ich nicht mal so sagen. Für Leute, die jetzt erwarten, irgendwie noch ein leichtes Spiel zu kriegen. Nee, okay, was? Ich weiß noch nicht so, was sie drauf hat. Ich verstehe es noch nicht so ganz.
Ne, ich verstehe es wirklich noch nicht so ganz. Okay, sie kann sich teleportieren. Pestklaue. Meine Freundin druckt irgendwas aus, glaube ich, oder? Oder sie macht irgendwas. Okay. Ah. Scheiße! Okay, das war jetzt doof. Die schießt ziemlich schnell. Aber ist machbar. Ach, das ist hier. Oh, das ist gar nicht meine Freundin. Das sind die Degus. Das habe ich gar nicht. Ihr hört es eventuell im Hintergrund, ich weiß es nicht. Ja. Jetzt müssen wir den Weg wieder laufen, ne? Das ist aber gar nicht so weit, glaube ich. Also es geht. Aber das werden wir auch in der nächsten Folge machen, liebe Freunde. Wir hatten gestern einen Boss, wir haben heute einen Boss gehabt. Und wir werden auch in der nächsten Folge einen Boss haben. Und dann werden wir diesen Boss vielleicht sogar töten können. Werden wir sehen. War jetzt nicht so schwer. Hab mich jetzt nur ein bisschen unterschätzt, muss ich sagen. Ja, ein bisschen unterschätzt. Hätte besser laufen können, ja. Muss man einfach mal so knallhart sagen. So. Mal hauen wir noch weg hier. Laufen wir schon mal. Oh. Ein Stück in die Richtung. Ja, war an sich eine relativ erfolgreiche Sendung, denn wir haben viel erreicht. Wir sind viel vorangekommen. Auch wenn ich jetzt hier noch nicht alles erkundet habe, weiß ich nicht, ob ich das irgendwie mache. Oder erstmal die Bosse, strikt die Bosse töte. Bin ich mir noch nicht ganz sicher. Naja, wir sehen uns morgen wieder, liebe Freunde. Um 18.30 Uhr. System, mit einem Backstep ist er mittlerweile down. Geile Sache. Ja, wir sehen uns morgen 18.30 Uhr wieder. Dann geht's mit diesem, ja, Boss weiter. Mit 3-1 quasi. Mit dem Götzenbild. Ja, bin ich gespannt, wie das so wird. Scheint ja doch nicht so schwer zu sein, der Kampf. Aber ich will nicht zu viel verraten oder zu viel sagen, denn nicht, dass es im Laufe des Kampfes dann noch krasser wird. Bin ich mir nicht ganz sicher. Naja, zu viel geschwafelt. Morgen geht's weiter. Tschüss, tschüss. Bis morgen.